So, hallo und herzlich willkommen hier bei diesem Spiel. Bei so einem Spiel. Wir nehmen heute mal Nate, habe ich mir überlegt. Der keine Schusswaffe hat, aber außerhalb unserer Basis steht. Warum auch immer. Ich war das nicht. So viel möchte ich mal betonen. So, die Lebensmittelvorräte sind schon wieder richtig knapp. Baue einen Außenposten für Lebensmittel. Das wäre ja cool. Das wäre ja wirklich cool. So, Lager verwalten, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, weil er eh nichts hat. Also, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Schusswaffe. Vielleicht die Shotgun? 870er, was braucht die 12G? Ja, komm. Ist er halt mal so ein bisschen der Mann fürs Gröbere. Dann bist du der Shotgun-Man. Why not? Das könnte jetzt ein lustiger Ausflug werden. Was haben wir in dieser Folge eigentlich vor? Können wir aushelfen? Das ist eine gute Frage. Gastwirte, Brennerei leben. Optional, sprich mit Joffe über seine Bedenken. Okay, dann sprechen wir erstmal mit Joffe. Und dann mit Andy. Joffe, bist du's? Ja. Wir sollten nicht mit ihnen arbeiten. Es ist zu gefährlich da draußen, um sich auf einen Haufen Trinker zu verlassen. Jeder verdient eine Chance. Nebenbei eine Brennerei in der Nähe könnte sich als großer Vorteil herausstellen. Stimmt, zu riskant. Vaya con Dios. Wow. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, Nate können wir auf jeden Fall vertrauen. Einfach schon allein, weil ich kann ja jetzt steuern, ja. Also habe ich ja so ein bisschen... Also habe ich ja so ein bisschen im Griff, was er tut und was nicht. Von daher sehe ich das Ganze eigentlich ganz positiv. So, Andy? Nee, Joff ist es. Wo ist denn Andy? Die alte Sau. Aber hey, die machen immerhin schon mal Gartenarbeit. Das finde ich geil. Also es geht voran so ein bisschen. Ich frage mich jetzt gerade nur, wo Andy ist. Where's Andy? Ist der hier vorne vielleicht irgendwo? Nee, also ich denke, man kann denen vertrauen, oder? Dem Fabian und ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen. Klar, wenn die ja irgendwie besoffen sind und sowas, dann sind sie auch irgendwo unzurechnungsfähig. Das stimmt schon. Also ich verstehe auf jeden Fall seine Bedenken. Hi, Hodge. Wie geht's denn dir eigentlich so? What's up? Begleiter anwerben. Well, don't just stand there. Come help me with something. Lead the way. Ach so. What's on your mind? Be safe. See you around. Okay, nee, so meinte ich das nicht. Wollte nur mal gucken, was da passiert. Hodge hat sich erholt. Das ist schön. Wo ist denn Andy? Hier hockt Holloway rum. Der ist ja auch irgendwie nicht so geil drauf. Was ist denn mit ihm eigentlich? Der sieht irgendwie voll traurig aus. Be careful out there. Warum sieht der so traurig aus? Vielleicht hat er Hunger. Naja gut, also wir können jetzt mit Andy sprechen. Ich spreche jetzt nochmal mit Joff über seine Bedenken. Aber ich würde sagen, jeder hat eine Chance verdient. Sorry. Wo ist denn Andy? Ich würde dir... Was ist denn mit dir los? Diese Leute mögen Trinker... Was? Schließfach abgelegt. Okay, cool, danke. Diese Leute mögen Trinker sein, aber wenn sie eine Brennerei aufziehen könnten, müssten wir uns um eine Anlage weniger kümmern. Jupp. Ja, ja, ja. Alter, wie viele los ist? Wir könnten Alkohol für verschiedenste Dinge brauchen. Ich weiß nur nicht, ob wir ihnen so ein Projekt anvertrauen können. Das ist ein großer Bummer. Hey da. Ich dachte, er sagt dazu mehr. Ja, toll. Naja, gut. Schade. Schade auf jeden Fall dazu. Haben wir nicht irgendwo so eine Lebensmittel-Gedöns-Geschichte gehabt? Beleben in Aktivität. So, hier haben wir überall Infektionsherde. Unter anderem hier. Ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal diesen Infektionsherd weg. Der ist ja hier gleich um die Ecke. Und dann haben wir wenigstens mal in unserer Umgebung ein bisschen Ruhe. Weil es wird auch, glaube ich, bald schon wieder Nacht. Und da habe ich schlicht und ergreifend keine Lust darauf.
dass sie hier bei der Nacht durch die Gegend streunern müssen. Also, kümmern wir uns mal ganz kurz um diesen Infektionsherd. Da haben wir wieder was erledigt. Dann sollte das passen. Oder? Ich denke, das ist ein Plan. Ein Außenposten für Lebensmittel wäre natürlich auch richtig geil. Da gebe ich allen recht. Next time I'll just set off some fireworks. Hi. These damn screamers always give me headaches. Welche Kreische. Da. What? So. Ich glaube, wir haben diese Weltuntergangssache ganz gut im Griff. Ist ja auch eine schöne Aussage. Ja, chill doch mal, ey. Wie viele wollen denn noch was von uns? Wir sind hier auch nicht das Sozialamt. So, wir durchsuchen erstmal diese Container. Nicht mit der Schnellsuche. Denn ich habe jetzt keinen Bock darauf, dass dieser Kreischer auf uns aufmerksam wird. Ja, it's something. Du hast recht. Ich finde es schön, dass wir Nate gefunden haben, dass der uns jetzt hilft. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Well, what do we have here? Leinwand, ja, Dünger, Toolkit, nimm mit. Okay, wir sind überladen. Da wir hier eh um die Ecke unser Lager haben. Würde ich sagen, legen wir gerade mal unseren Scheiß ab. So. Einlagern, alles weg. Außer unsere Patronen natürlich, weil die brauchen wir noch. Materialienressource. Ja gut, die können wir jetzt noch nicht weglegen. Leider. Weil da brauchen wir das Lager. Joff hat sich auch erholt, freut mich. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um andere Dinge, nämlich unter anderem um diesen Spacko, der hier vorne steht. Okay. Das ging. Tatsächlich ganz gut, wollte ich sagen. Aber jetzt haben wir noch einen gewischt bekommen. Aber alles in allem ging das wirklich ganz gut. So, wir sehen uns gleich dort. Gehen zuvor nochmal in dieses Haus hier. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas finden. Und mit Florian müssen wir dann auch noch reden. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge noch schaffen. Was sind das? Ach, wieder so Waffenteile. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Die brauchen wir eigentlich ehrlich nicht, ne? So, schauen wir mal, was hier drin ist. Ja, ich weiß. Ah, eigentlich eine dumme Reihenfolge, ja. Ich merke es gerade selbst. Oh, okay, doch eine gute Reihenfolge. Wir sollten die gleich mal tauschen. Da rüsten wir die Pistole aus. Da haben wir jetzt auch einige Schuss. Und ja, ist einfach eine gute Sache. Yep, we got a screamer over here.
Ja, ich hab's gemerkt, Nate. An sich sind die Screamer jetzt auch nicht so schlimm. That Screamer's got a big mouth. Okay, immerhin haben wir ihn erwischt, bevor er losscreamt. Hat aber jetzt nicht so wirklich viel geholfen, ne? Dieses Schnetzelding gibt jetzt aber nicht so die gute Leistung. That Screamer's got a big mouth. Warum haben wir nur einen erwischt? Was ist das für eine Shotgun? Die steht einfach wieder auf. Shit. Jetzt hat er gescreamt. Und jetzt wird's auch Nacht. Das ist alles nicht sehr gut. Wenn wir uns damals übernommen haben. Fuck, 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 fuck. Nein, nein, nein. Nein, 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 Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau ab. Hau ab. Fuck. Fuck. Schnell, 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 schnell. Oh, zum Glück habe ich das noch gesehen, dass wir noch dieses Zeug haben. Das wäre beinahe richtig übel ausgegangen. Weißt du was? Hi! Klatsch! Okay, wir haben das Ganze nochmal einigermaßen hinbekommen. Zumindest lebend. Das mit der Shotgun war eine scheiß Idee. Es ist auch eine ziemlich schwache Waffe, muss ich sagen. Dafür, dass es eine fucking Shotgun ist. Ich habe eigentlich gedacht, dass die diesen Haufen an Zombies mit einem Schuss wegballert. Aber dem war nicht so. Somit haben wir jetzt richtig viel Munition verballert für nix im Endeffekt. So, der Kreischer hat gekrischen, was jetzt auch nicht so schlimm war. Boah, wie er auf einmal geglitscht ist. Was ist mit ihm los, ey? Ja, schöner Treffer. Wir laden schon mal nach, auch wenn wir es nicht müssen. Gut. Hi. Okay. Wir haben noch 9 Schuss. Allzu viele Zombies können hier gar nicht mehr sein. Ich versuche den hier mal lautlos zu killen. So, wir haben noch 6 Schuss. Solange alle so sitzen wie bisher, passt das. Ist das Haus jetzt eigentlich gesichert? Oder nicht? Just one left. Lieber Mann.
Das war richtig knapp, ne? Hätte ich nicht gesehen, dass wir noch so ein Sprintessen haben, dann wären wir gestorben. Yeah, this is the right place for another outpost. Oh nein! Okay, hat das irgendwas getan? Nee, eigentlich nicht, ne? Okay, guess it's time to go shopping. Suchen wir gerade mal diese Kiste hier. Da war irgendeine Schlagwaffe drin. Eieiei, wieder so ein komischer. Den haben wir ja schon mal gesehen, als wir mit Hodges unterwegs waren. Medikamente, immer gut. Teppichrolle. Ja, brauchen wir ja eigentlich... Ich weiß nicht, wofür wir die Teppichrolle brauchen. Das ist halt so das Problem. Okay. Wir sollten hier aber nicht so einfach rumspazieren. Auch wenn uns das Spiel nicht sagt, dass hier kein Zombie mehr ist. Kann hier, wie gesagt, jederzeit einer sein. Und drum würde ich mir in solchen Momenten schon irgendwie eine First-Person-Ansicht wünschen, ne? Mit der siehst du halt einfach mehr in solchen engen Räumen. Das Kiste mit Mahlzeiten. I can't carry that. Wieso kannst du das nicht tragen? Ganz ehrlich. So. Nimm mit. Sicherheitskasten. How am I supposed to carry that? Ah, komm, dann schmeiß das Ethanol weg. Schmeiß fort, dann nehmen wir über das hier mit. Dieser verstärkte abschließbare Behälter hilft uns dabei, unsere Munition zu organisieren. Installiere diesen Mod, um das Munitionslager zu erweitern. Okay. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwas installieren, sollten wir, glaube ich, erstmal das Zeug wegbringen. Wir haben immerhin diesen Infektionsherd bereinigt. Und damit sollte unsere Stadt jetzt erstmal wieder weitestgehend zombiefrei sein. Zumindest was dieser Infektionsherd halt angeht. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in unsere Basis. Nate hat eine Menge mitmachen müssen. Und dann würde ich behaupten, nehmen wir doch mal den lieben Holloway, um nochmal nach ein paar anderen Sachen zu suchen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. So, kardiomäßig hat sich unser lieber Nate jetzt auch verbessert. Das freut mich zu irren. Und lebensmittelmäßig sollte es jetzt auch wieder etwas besser aussehen. Hoffentlich ist es ein, ja, merkbarer Unterschied. Yes! Der Lebensmittelvorrat ist immer noch gering, aber nicht mehr ganz so schlimm. Okay, so, Pistole haben wir ja sowieso eine, von daher lagern wir die ein. Hey, watch out for that horde. Wo ist eine Horde? Careful, there's a fucking plague zombie out there. Are you kidding me? This is awful. Somebody needs to learn how to simmer down a bit. Was? Hodges hat eine niedrige Moral. Was ist mit dir eigentlich los? Wieso ist denn Andy hier die ganze Zeit am Abkacken? Er
Was hat denn Andy für Probleme eigentlich? Wir nehmen doch mal Andy, glaube ich. Einfach mal, um kurz zu gucken, was der für Probleme hat. Oh! Hier waren so. Hier waren solch ein Zombie. Huch. Die kamen bis jetzt noch nie hierher. Das muss jetzt nicht das beste Signal sein. Ich weiß nicht, was das bringt, das Lager aufzuwerten. Aber wir machen es jetzt einfach mal. So, die Blutseuchenprobe da, das Gedöns. 45er. Brauchen wir auch nicht. You know what this place needs? More ammo and lots of it. Alter, was wir so alles brauchen, Andy. What's up? Be careful out there. Ich will nicht mit Hotz sprechen, ich will pennen. Liegt in dem Bett rum. Und hier ist Holloway. Ja, warum nicht? Jeder pennt. Nur ich darf nicht pennen. Nett. Oh, hey. You're looking good today. Warum ist sie denn so? Hä, ich versteh's nicht. Die ist mega gut drauf, aber ist trotzdem total beschissen drauf. Was? Details anzeigen. Einen Anführer wählen. Wenn ein Überlebender sein maximales Ansehen erreicht hat, kannst du ihn hier zum Anführer wählen. Überlebende verdienen Ansehen, indem sie Missionen abschließen. Ich glaube, den beiden geht's einfach nicht gut, ne? Was hat der denn? Kann ich das irgendwo sehen? Er ist schwer bepackt. Warum das denn? Habe ich da etwa die Sachen nicht ausgeleert bei der letzten Folge? Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal weiter in der nächsten Folge, denn diese ist schon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Fritte. Ciao.